War die schon die ganze Zeit da? Total übersehen. Mensch, Alex. Ich sollte weniger Alkohol trinken. Da ja Escape Rooms der letzte Schrei zurzeit ist, steht es natürlich in meiner Pflicht, auch solche Spiele zu testen. Ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt kein übelster Horror-Trip für mich wird. Aber wir werden sehen. Fangen wir mal an. Ja, wir befinden uns jetzt in so einem kleinen Raum. Lass mich raten, ich muss hier raus. Ich glaube, das ist eine Taschenlampe. Bin nicht sicher, ob man die irgendwie ein bisschen geschickter halten kann. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Also irgendwie, es hat einen Vorteil, dass der Raum so klein ist. Dann ist es nicht so schreckhaft. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn um mich herum so viel Platz ist, so viel Spielraum, um mich dann zu erschrecken. Das ist so, ja, ich bin jetzt kein Klaustrophobiker, aber irgendwie finde ich das angenehm, so enge Räume. Jetzt nicht so extreme enge Räume, aber irgendwie... Also, ich dachte, ich könnte... Peng. Ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr Schmackes. Man muss dazu sagen, ich habe, auch wenn ich weiß, ich habe viel Platz um mich herum, ich habe ständig Angst, irgendwie jetzt mit voller Wucht gegen die Wand zu schlagen. Dass ich deswegen immer so ein bisschen weniger... ich wusste es. Weniger Kraftaufwand nutze. Nicht, weil ich schwach bin, sondern meinem lieben Zimmer zuliebe. Jetzt haben wir das gleiche Wort benutzt. Schlecht. Ups. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig bei Escape Rooms. Ich habe jetzt in echt noch nicht was wie ein Escape Room ausprobiert mit Freunden. Aber es ist. Aber ich bin mir sicher, eine gute Sache, die man auf jeden Fall machen kann bei Escape Rooms, ist Sachen durchsuchen. Aber mir fällt gerade auf. Kennt man ja. Hat man schon mal gesehen. Das hat mich ja auch gerade gewundert bei Still and Hill, also ja, kennt man auch. Übrigens ein richtig guter Film. Nur der zweite Teil ist ein bisschen sehr gut. Lost and Found. Oh, ja, Tracking. Ja, auch ich habe ab und zu mal Tracking-Probleme. Kommt immer drauf an, in welchen... Boah, was ist so ein lautes Papier? Kommt immer drauf an, wie ich zum Raum stehe. Ist das schon die Musik? I guess I use them as some kind of escape. Ja... Gut, die Teile haben wir mal angeschaut. Bin mir sicher, der Schlüssel passt da hier rein, aber ich will noch hier noch mal ein bisschen reinschauen. Was steht denn da drauf? Boah, ich zitter zu arg. Naja, ich glaube, es ist Position der Hand. Aber ja, ich zitter gerade ein bisschen zu arg. Bin wahrscheinlich immer noch leicht geschädigt von der Beat Saber Session, an dem ich vielleicht
Übrigens, vielleicht mal ein Video poste. Bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich musste erstmal ein bisschen besser werden mit dem Spiel. Oh, beruhig dich. Tasse. Ich will doch nur hier ein bisschen aufräumen. Das geht nicht. Das ist blöd. Naja. Das? Noch nicht? Aber try this. Ja, ich schätze mal, also das ist wahrscheinlich eine Sicherung. Sieht komisch aus, ist aber so. Das geht echt auf die Finger. Man muss ja die Taschenlampe ständig festhalten, sonst fliegt sie raus. Na gut, dann probieren wir es mal mit dem Schlüssel. Ja, das ist, wo kommt das hin? Irgendwo auf jeden Fall. Ja, da kann ich die Nadel nehmen. Ja. Aha! Ich dachte, damit könnte ich vielleicht irgendjemanden pieksen. Achso, ein Code. Ah, da muss ich dann so runterschauen. Okay, 14504. 14504. Gehen wir mal gleich mal aus. 14504. 1. 1. 1. Okay. 1. 4. 5. 0. 4. Ja, vielleicht braucht es auch Strom. Okay. Ich denke mal, das ist der Sicherungskasten. Na, gut. Mal um. Ja, hab ich mir gedacht. Orange. Machen wir mal das orange Licht an. Machen wir das mal da rein. Und dann können wir. Zack. Licht. Licht ist gut. Vielleicht finden wir noch mehr Sicherungen. Ist das? Ich würde schon sagen, Schlagstock. So, Taschenlampe brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, schade. Oder auch gesagt, toll. Ich habe immer Angst, gegen irgendwas zu laufen. Dann die Lampe dafür. Kann ich eigentlich die Sicherung dann. Ah, das ist noch eins. Kann ich ihn dann wieder benutzen? Nee, kann ich nicht. Also kann ich. Mal, die schaut die ganze Zeit da. Total übersehen. Mensch, Alex. Ich sollte weniger Alkohol trinken. Ah, die verfolgt mich. Und ich habe mich schon gefragt, was dieses ständige Summen ist. Ah, und das ist noch eine. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5. 5. Das heißt, ich kann alle reinmachen. Und ich merke gerade, ich kann nicht zählen. Ich brauche 6. Also sollte ich vielleicht jetzt nicht einfach irgendwas reinmachen? Vielleicht auch ein bisschen überlegt. Okay. Ein bisschen überlegter an die Sache rangehen. Ha. Irgendwie. Nee. Ja, ich. Boah, das wird immer lauter hier. Jesus. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Ja, machen wir mal kurz das hier. Ich dachte, das geht.
geht nicht, okay. What's going on? It seems as if I'm locked in this room. How will I get out? Maybe I left a clue somewhere. Hope I did not discard it. Ja, tippen kann man nicht. Ob mir das dann was bringt? Pain. ja, ich glaube, das bringt mir nichts. Dann machen wir das wieder aus, weil das ist mir echt ein bisschen zu laut hier. Ah, da ist noch eins. Also in Wirklichkeit könnte ich jetzt meinen Kopf da nicht reinstecken. Würde wahrscheinlich meine Hand da so reinstecken. In Wirklichkeit würde ich es fühlen. Aber na gut. Die alle rein. Der Gehstock stört. So. Alles drin. Jetzt können wir auch das machen. Und da hinten auch. Ich wollte gerade wirklich einen Fuß das wegkicken. Das geht aber leider nicht. Ah, das ist übrigens noch ein Zettel. Irgendwie übersehe ich hier gerade alles. I'm still here, even if I came here on my own. Escape seems not to be possible anymore. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch. 14504. 14504? 14504. Gut, noch ein Schlüssel und how to escape. Find the keys, find the fuses, find the letters. Climb out. Da hat sich ja echt Mühe gegeben, das auf beiden Seiten zu machen. Okay. Ja, einen Key haben wir. Einen Key. Machen wir jetzt das auf. Ach Gott sei Dank muss ich da nicht rein. Noch eine. All the time. Whenever I did not want to see anybody. Now I want to see somebody, but I don't think I can. Okay. Oh, das Blatt ist so. Es wiegt ja eine Tonne. Na gut. Können wir die Tür aufmachen? Das. Kann ich übrigens das Licht. Achso, ich muss es da reindrehen. Da kann man das Licht anmachen. Und ich bin mir sicher, irgendeins. Ach ja. Ich glaube. Nein? Doch. Das Rot von dem Licht absorbiert. Oh, Tracking-Probleme wieder. Das Rot von dem Licht absorbiert. Das Licht. Oh Gott, übelste Tracking-Probleme. Okay. Safe Code 287. 287. Das sind vier Ziffern. Richtig gucken. 8 7 4. 2 8 7 4. 8 7 4. Noch ein Brief. I have to stop hiding myself. The real life is going on outside. I have to get out. Keycard. Ich schätze mal wieder Keycard nochmal. Das Uff. Na? Muss ich nehmen. I did it. I found my way. Out of here. If I want to escape the room, I just have to take off the VR headset. Really? Noch ein Escape Room VR Spiel. Ja, von der Grafik brauchen wir jetzt nichts sagen. Episode Zero Julia Tutorial. You have never played
Escape VR before play tutorial. Ach. Tutorial. Scheinbar hat es keine Musik. Okay, kann ich. Laufen geht auch nicht. Ah, Grip Teleport. Tutorial brauche ich nicht. Und dann fängt schon so an, dass ich Schwierigkeiten habe. Ah, also doch Sound. Ich würde mal Episode Zero mal gucken, ob das funktioniert. Okay, funktioniert. Tschüss. Ach so. Ich, das hat, also, man könnte mich doch vielleicht, rausholen. Muss ich wohl selber einen Weg hier rausfinden. Ich meine, ist die Musik schön. Pizza auch. Ja. Pech. Da wird mir schwarz vor Augen. Passiert, wenn man Pizza isst. Habe ich gehört von anderen. Gucken wir mal. Kann ich die Kippe nehmen? Ja. Rauchen ist ungesund. Da ist bestimmt auch irgendwas drin. Ich bin mir sicher, das Licht geht an. Ach, ernsthaft? Ich hätte jetzt damit nicht gerechnet. Ich dachte jetzt eher, das Licht geht eben nicht an. Ja, ist ja voller Luxus hier. Hier will man doch gar nicht weg. Hier ist mein Bett. Was zum Essen? Zigaretten sind auch da, aber ich rauche ja nicht. Also wenn das jetzt noch Musik machen würde, ich würde hier bleiben. Besser als da draußen in diesem Wald. Ich finde Wälder erschreckend. Eigentlich noch verhältnismäßig hell da draußen. Aber Wälder haben sowas Verschlingendes, finde ich. Und die ganzen Viecher. 51. Ja, gehen wir jetzt mal akribisch alles durch. Science for all. Gardening, ganz wichtig. Electronics, does and don'ts. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass die Einstellung zu dunkel ist hier. Ist so schon dunkel. Aber die Schrift ist nicht einfach zu lesen. Also. Mit Licht ist besser, halt die Textur, die Auflösung. Die Texturen ist jetzt nicht die beste. Das nehmen wir mal mit. Werden hier so eine Unordnung veranstaltet. Aufräumen hier. Kaputt machen? Nee. Das, ich meine, es schwebt ja sichtlich. Na gut. Ich sehe erst jetzt, dass da Blut ist. Ich hoffe, ihr ist nicht meins. Braucht doch Blut zum Leben. Noch ein Schlüssel.
dem Schlüssel mache ich das auf. Oh, noch ein Bild. 38, 51. Na? 38, 51. Gucken, kann man das Bild zusammenfügen? Vielleicht kriege ich ein Achievement dafür. Und? Schade. Auf jeden Fall habe ich den Code für irgendetwas. Machen wir mal das Licht aus. Bin mal gespannt. Hoppala. Ja. Was habe ich davon? Das war jetzt nicht, was ich damit entdecken soll. Ich dachte, ich sehe jetzt da irgendwie. Nein. Ah, okay. I got it. Das bringt mir jetzt was? Bringt mir ja nichts. Na gut, nehmen wir mal den Schraubenzieher. Ich glaube, da kann ich das hier aufmachen. Ah, okay. I see. Den Stuhl kann man auch nicht zur Seite schieben. Mal das mal geschickt, man hat ja zwei Hände. Na, ich lese mal kurz den Brief vor von Julia. This is the end for me. I'm sorry, I'm so sorry. Please don't cry for me. I'm not returning anymore. Remember me, and I will always be with you, Julia. Ja, dann bleib halt weg. Mir doch egal. Ja, und das bringt mir was? Weil auch ohne die Schablone sehe ich die Zahlen. Drei, acht, fünf, eins. Drei, acht, fünf, eins. Okay. Oh, ich höre schon fliegen. Drei, acht. Ohne Waffe kämpfe ich nicht gegen Fliegen. Na. Boah, Tür, ich stech dich gleich ab, wenn du nicht. Ach. Kann man vielleicht. Oh, eine Wireless-Lampe. Eine Brechstange. Wie auch immer. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Irgendwas Schmutziges. Corona-Keime oder so.
Na, kann ich damit dann. Aber für was brauche ich dann. Hä? Kann ich damit. Bist du laut? Erstmal das. Aber kann man normalerweise. Ist doch eine Spieluhr. Normalerweise. Ach, was soll's. Code merken. 3, 5, 3, 5, 7, 1. Nee. Doch. 3, 5, 7, 1, 4, 2, 6. 3, 5, 7, 1, 5, 4, 2, 6. Drei, fünf, sieben, eins, vier, zwei, sechs. 3, 5, 7, 1, 4, 2, 6. 3, 5, 7, 1, 4, 2, 6. Es gibt nur up, down, right. Aber keine Zahlen. Ich gedacht, ich muss jetzt Zahlen eingeben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah. Ich glaube, ich hab's. Okay. Und zwar jetzt verstehe ich auch, für was man das als Schablone braucht. Und zwar. Haha. Okay, I don't get it. Jetzt nochmal den Brief genau an. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht gewisse Buchstaben fehlen. Buchstaben wie URLD zum Beispiel. Aber dem ist nicht so. Ansonsten hätte ich jetzt gedacht, wenn wir mal gucken, wie viele Kombinationen gehen. Müssten 7 sein. 6, 7, 8, 9, was? Ach, super. Nee, das ist auch nicht. Okay, wir haben hier. Mal das drauflegen. Vielleicht ist es auch. Also wenn wir das als Reihenfolge nehmen, die erste Position ist die Mitte, die zweite Position ist dann quasi, sag ich mal, also müsste man auch diagonal, kann man auch diagonal, zählt als Left. Dann gehen wir mal zu 3, versuchen jetzt einfach mal. Gut, möglich. Oh, fuck. Wenn wir jetzt sagen, das ist unten, das ist oben, links und rechts. Dann unten, oben, rechts, oben, rechts, oben, unten, links, rechts, oben, unten, links, rechts.
Oben. Unten. Links. Scheinbar nicht. Ist halt noch die Frage, für was haben wir ein Brecheisen? Ich befürchte zwar, dass Brecheisen einfach nur da ist, um dann später die Scheibe aufzuschlagen, aber dem ist auch nicht so. Oh, jedes Mal erschrecke ich mich. Wir haben noch einen Fernseher. Und Bemalungen, aber ich glaube, die Bemalungen haben nichts zu bedeuten. Julia ist wahrscheinlich ein kleines Kind gewesen, möchte ich jetzt ungern sagen. Aber ich will nicht. Nein. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, dass. Oh, nein. Müssen wir vielleicht mit dem Brecheisen hier irgendwie irgendwas aufbrechen? Immerhin ist Musik dabei. Wenn das komplette Stille wäre, ich ein bisschen unentspannter. Ja, natürlich. Mit Brecheisen kann man auch Sachen kaputt machen. Aha. Okay. Mal kurz. Was haben wir hier? The Times. Owner says store will rebuild after fire. Sprout Springs widening to start sooner. It's just wood out there. Mother of three missing. Hübsch. Hab sie Facebook hat? Men's home on hold after public chess concern. Kurz was ausprobieren. Und ja, schon mal nix, okay. Aber wir haben ja hier. Na, komm schon. Hier. Oh. Muss ich das jetzt. Nein, muss ich nicht zensieren. Julia ist kein Mädchen. Also, schon, aber kein kleines Mädchen. Das ist dann die Mutter. Ja, Julia Pierce. Mal kurz durchlesen. Local police are investigating the disappearance of Julia Pierce. Julia was last seen leaving her home for work on July 24th. In the Buncombe Country, North Carolina area, 2002, Sieden? Ihr Auto. Was recovered on Friday, July. Her daughter reported her missing after no contact for over 24 hours. According to Lisa, Julia's daughter, she lost contact with her. Photography enthusiast, ja, sieht man. Also, ja. He's never more. Copy from a cab, but she left it here. There's no way she just decided to leave us. Lisa reported her husband. $20,000. Ja. Ja, hübsch. Hübsch. Nur malen kann sie nicht. Okay. Gucken wir mal. Ja.
Ja. Und jetzt? Also ich weiß, die Maler, Bemalungen sind zu sehen. Da ist das Kind oder Männchen. Vogel, hier das Haus. Haus, was noch ein... Irgendwo einen Mond noch zu sehen? Oder verwechsel ich da irgendwas? Oh, Julia. Draußen ist auch kein Mond zu sehen. Also wenn man davon jetzt ausgeht, dass, weil ja die Bemalungen an jeder Wandseite drauf ist, quasi wenn wir jetzt uns dieses Teil auf dem Boden vorstellen, beispielsweise oben, rechts, links, unten, und theoretisch war jetzt hier kein Mond. Mond. Okay. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Mond jetzt oben ist. Ja. Nein. Mal kurz irgendwo woanders hinstellen. Ja, machen wir es mal. Gut aufs Bett. Also wie gesagt, jede Wandseite hat ein Bild. Wahrscheinlich ist es mega einfach und ich komme jetzt einfach nicht blitzartig drauf. Jede Wandseite hat ein Bild. Die Hausseite. Ja. Ja, okay. Also, man liest hier von links nach rechts. Das heißt, wir fangen mit Haus an. Kann man das so... Nee. Wir fangen mit Haus an. Haus ist eins. Eins ist... Gehen wir mal an, davon aus, dass 1 rechts ist. Bisschen blöd. So, 1 ist rechts. Okay. Die zweite Position ist Kind. Kind ist down. Also hinter mir. 3 ist Mond. Mond ist wieder... ist ab. Ja, doch, das müsste sein. Oder? Einfach weiter. Wo waren wir? 3, 4. 4 ist... Vögelchen. Das heißt, nach da. Hier ist Vögelchen. 5 ist wieder Mond. Das heißt, wieder nach oben. 5 ist... 5 waren wir. Ja, 5 ist oben. 6 ist Kind. Kind ist hinter mir. Und die letzte Zahl, 7, ist Vogel.